Hallihallo meine Hübschen, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein heutiges Video, oh mein Gott, der Hochzeits-Countdown hat hiermit offiziell begonnen. Florians und meine Hochzeit steht so nah vor der Tür und oh mein Gott, ich freue mich so sehr. Ich glaube, es wird einfach ein unglaublicher Tag und falls ihr das Ganze noch mehr mitverfolgen wollt, kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, mir definitiv auch auf Instagram zu folgen. Ich werde ein, zwei Leute beauftragen, die an unserem großen Tag das Ganze für euch so ein bisschen mitbegleiten, dass ihr auch ein paar Eindrücke direkt mitbekommt. Es wird wahrscheinlich auch ein Video hier geben auf meinem Kanal, das wahrscheinlich erst aber ein, zwei Wochen später. Und ich weiß auch nicht, wie schnell nach der Hochzeit wirklich was online kommen wird. Weil es ist unsere Hochzeit und ja, da müssen wir erstmal so ein bisschen danach durchatmen. Und apropos Instagram, ich hatte neulich in meiner Story gefragt, ob euch Make-up, Hochzeits-, Braut-Videos interessieren würden. Und dafür war das Feedback so unglaublich gut und deswegen machen wir genau heute das. Und zwar wird das das Make-up sein, wie ich mich höchstwahrscheinlich schminken würde, wenn ich es denn selber machen würde. Weil, Spoiler Alert, wahrscheinlich mache ich es nicht selber. Denn falls eine von euch auch anstehende Braut ist, wir haben so viel zu tun, niemand hat Zeit für lange Intros. In diesem Sinne würde ich sagen, starten wir und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim heutigen Video. Nur ganz kurz noch vorab, alle Produkte, die ich im heutigen Video benutze, haben natürlich einen Grund, weshalb ich sie benutze. Aber wenn ihr das irgendwie durch andere Produkte austauschen möchtet, das hier ist nur eine Inspiration. Und falls ihr eine etwas kostengünstigere Alternative haben wollt, kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, abonniert hier meinen Kanal. Denn in ein, zwei Tagen kommt auch noch meine Drogerie, Braut, Hochzeits, Make-up, Video-Empfehlungsidee. Hä? So wird es nicht heißen. Aber die Drogerie-Edition dieses Videos zusätzlich auch nochmal online. Heute starte ich aber als allererstes mit meinem Sicily Primer. Das hier ist der langanhaltendste Primer, den ich habe und der Primer, den ich auch immer für Events und wirklich besondere Anlässe verwende, weil ich mich hier darauf verlassen kann, dass der wirklich 1A funktioniert. In meinem Nasenwangenbereich benutze ich von Farsali Skintune Blur. Das hier ist ein porenverfeinernder Primer, der wirklich in allererster Linie mit der Textur der Haut arbeitet. Das heißt, das Ganze sieht wirklich schön glatt aus und man hat irgendwie keine großartige Textur. Natürlich, komplett weg geht sie nicht, aber das hier hilft halt, dass das Ganze ein bisschen softer und glatter und frischer und jünger und gesnatchter aussieht. Der nächste Schritt, Color Correcting. Bei Color Correcting ist es natürlich absolut Geschmackssache, ob ihr das mögt oder ob euch das zu viel ist. Ich weiß, dass oft Leute davon abgeschreckt sind, weil sie denken, nee, dann wird das Ganze zu unnatürlich, zu dick, zu cakey. Der Trick beim Color Correcting ist wirklich ganz gezielt zu arbeiten, weil umso mehr ihr eure Haut schon im Vorfeld ausebnet, farblich, umso leichtere Produkte könnt ihr benutzen, wenn es um das eigentliche Abdecken geht, weil dann ist halt nicht mehr so viel abzudecken. Dafür benutze ich von Jeffree Star den Color Corrector in der Farbe Peach. Und das mache ich auch an den Stellen, wo ich so ein bisschen Schatten einfach habe, wie zum Beispiel hier am inneren Augenwinkel. Hier kommt ein bisschen bläulich durch. Hier kommt ein bisschen, hier habe ich ein geplatztes Äderchen. Um meinen Mund herum habe ich Schattierungen. Und hier, ich weiß nicht warum, werde ich immer rot. Und hier habe ich noch einen kleinen Pickel. Und ich mache auch auf Pickel dieses Peachige drauf und nicht grün oder so, weil, nee. Ich werde beim Color Correcting immer empfehlen, das vor der eigentlichen Foundation zu machen, weil nur da macht es eigentlich Sinn. Und arbeitet auf gar keinen Fall das mit dem Schwamm ein, mit dem ihr gleich eure Foundation auftragt, weil sonst bekommt eure Foundation den jeweiligen Farbschimmer, den ihr vorher ausgeblendet habt. Ich mache es immer mit einem relativ kleinen Pinsel. Der hilft mir, dass das Pigment wirklich dort bleibt, wo ich es platziert habe. Und so kann ich es dann fein säuberlich in die Haut einarbeiten. Seht ihr den krassen Effekt, den das jetzt bewirkt hat? Ich finde, meine Augen sehen auf einmal viel, also nicht mehr so eingefallen aus, allein weil dieser Schatten weg ist. Mein Mund sieht irgendwie auch viel klarer und frischer aus, weil hier zum Beispiel diese kleinen Marionettenfalten und so weg sind. Ich liebe das. Kommen wir zu einem absoluten Essential. Ich liebe das. Und zwar ist es von Charlotte Tilbury, der Hollywood Flawless Filter. Und ich habe tatsächlich zwei Farben. Einmal die 2,
und einmal die 5. Nummer 2 trage ich überall dort auf, wo ich ein bisschen mehr Licht handhaben möchte. Und Nummer 5 trage ich überall hin, wo ich ein bisschen Bräune ins Gesicht schummeln möchte. Der Hollywood Flawless Filter von Charlotte Tilbury ist so ein unglaublich tolles Produkt, einfach weil es so viele unterschiedliche Eigenschaften in einem kombiniert. Zum ersten habt ihr leichte Abdeckung. Das bedeutet, euer Hautton wird zusätzlich weiter ausgeebnet. Dann unglaublich tollen Glow. Eure Haut sieht so jung und strahlend und gepflegt und frisch aus. Das macht einfach so eine schöne Textur auf der Haut. Das ist der absolute Wahnsinn. Und drittens ist die Textur des eigentlichen Produkts so unglaublich leicht, dass man es nicht auf der Haut fühlt und es lässt sich super einfach in die Haut einarbeiten, ohne dass man das Gefühl hat, es wird alles zu dick und unangenehm auf der Haut. Denn umso dicker sich das Make-up anfühlt oder auch umso dicker das Make-up ist, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass man, sobald die ersten Tränchen bei der Hochzeit fließen, einfach wegweint. Das wollen wir nicht. Ich weiß, das sieht jetzt ein bisschen krass aus, aber sobald wir mit unserer Foundation drüber gehen, sieht man halt wirklich nur noch dieses leichte, schöne, natürliche Strahlen. Und als Foundation Armani Luminous Silk. Ich persönlich mische die Farben 5,5 und 7,5. Wahrscheinlich bin ich eher 5,5. Ja, wahrscheinlich sogar ziemlich genau. Aber ich möchte so ein bisschen Wärme, ein bisschen gebräunter. Gerade beim weißen Kleid, finde ich, sieht es immer sehr schön aus, wenn man ein bisschen Farbe hat. Und nur als Referenz, das hier ist alles an Foundation, was ich benutze. Das ist jeweils ein kleiner Pump pro Farbe. Bei an und für sich haben wir schon alles ausgeebnet. Es geht jetzt nur noch darum, ein bisschen Farbe ins Gesicht zu zaubern und den Ton ein bisschen aufzufrischen. Ich trage die Foundation verteilt in allen Partien meines Gesichts auf und benutze dann von Real Techniques den Expert Face Brush, um das Produkt noch großflächiger im Gesicht zu verteilen und arbeite das Ganze dann mit dem orangenen Schwamm von Real Techniques ein. Diese Kombi aus den beiden Produkten ist für mich der absolute Wahnsinn. Die benutze ich jeden Tag, wenn ich mich schminke. Und natürlich vertraue ich auch darauf bei meiner Hochzeit. Nein, das Ganze hier ist nicht gesponsert. Das ist aber einfach eine super Empfehlung. Ja, kann ich euch nur ans Herz legen. Kommen wir zum Concealer. Und ich weiß, das Drogerievideo kommt noch. Das heißt aber nicht, dass ich hier keine Drogerie benutzen darf. Und im Vergleich zu allen anderen Concealern ist das hier gerade aktuell echt mein Favorite. Und zwar ist das der von Essence, der Camouflage Plus Healthy Glow Concealer. Ich habe hier die Farbe 20 Light Neutral. Ich glaube, ich müsste nochmal gucken, ob ich eine Nuance dunkler bekomme und wie der dann vom Unterton ist. Aber an und für sich ist der hier auf jeden Fall mega. Ich liebe die Textur. Die ist so creamy, schwerelos auf der Haut. Naja, nicht schwerelos, leicht auf der Haut. Es ist so ein toller Concealer, kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den an unserem großen Tag auch tragen werde. Und auch beim Auftragen des Concealers benutze ich zuerst den Pinsel, um das Produkt ein bisschen zu verbreiten. Und dann wieder denselben Schwamm wie vorher, weil da ja auch noch ein bisschen Rückstände von der Foundation dran sind, damit sich einfach alles schön und gleichmäßig ineinander arbeitet. Natürlich müssen wir das Ganze auch fixieren, damit das Make-up auch wirklich den ganzen Tag, die Nacht und bis zum nächsten Morgen gut hält. Und dafür mein absolutes lieblingsloses Puder ist von Hourglass, das Veil Puder. Und mir persönlich ist ganz, ganz wichtig, dass ich nicht komplett tot gepudert bin, sondern dass ich so ein bisschen von diesem Glow, den wir uns jetzt erschaffen haben, beibehalte. Aber dass der wirklich gut fixiert ist und an Ort und Stelle bleibt. Aber viele fangen hier am Haaransatz ganz schnell an zu schwitzen und dann kräuseln sich die Härchen. Und natürlich kann Puder das eigentliche Schwitzen nicht aufhalten, aber zumindest ein bisschen in die Länge zögern. Das ist immer so meine Base, komplett fertig, alles sitzt, alles sieht gut aus. Und jetzt must have. Urban Decay All Nighter Setting Spray. Hiermit gehe ich jetzt rein und fixiere das Ganze down. Und ich lasse es nicht von alleine trocknen, sondern gehe mit dem Schwamm komplett ohne Druck. Der Schwamm berührt nur meine Haut, als ob der nur so... Also ich drücke den Schwamm nicht rein, sondern einfach nur berühren. Dann wird das Setting Spray nämlich wirklich komplett wie ein ebenmäßiger Film über die Haut eingearbeitet und bildet dann eine richtige Schutzschicht, um alles, was wir jetzt drunter haben, wirklich einzulocken und es wird dadurch nochmal weitaus länger halten, als wenn ihr es nur einsprüht. Machen wir weiter mit meinen Augenbrauen und dafür benutze ich von Benefit Foolproof
Brow Powder in der Farbe Nummer 5, aber primär wirklich den helleren Ton hier vorne. Und ich bin bei meinen Augenbrauen ganz, ganz vorsichtig, weil das ist für mich so ein persönliches Struggle-Thema. Sie sind, Überraschung, sogar frisch gezupft und das werden sie auf der Hochzeit auch sein. Aber wenn ihr eure Augenbrauen zupft, nicht am Tag der Hochzeit, sondern definitiv einen Abend vorher. Wenn ihr frisch zupft, kann es immer sein, dass die Haut dann so ein bisschen irritiert ist und Foundation und andere Produkte nicht wirklich gut halten. Deswegen kann ich nur empfehlen, zupft euch die Augenbrauen auf jeden Fall einen Abend vorher. Und super, super wichtig ist natürlich auch, die Augenbrauen zu fixieren. Jedoch mache ich das noch nicht jetzt, weil wenn ich bronze, komme ich da dran und dann ist das Gel noch und feucht und Katastrophe und nein. Das mache ich tatsächlich zum selben Zeitpunkt, wenn ich die Mascara später auftrage, weil ich dann weiß, dass ich nicht mehr irgendwie Gefahr laufe, drüber zu schmieren und mir das noch nicht komplett angetrocknete Gel da verteile, wo mein Bronzer gleich hinkommt. Machen wir jetzt erstmal weiter mit Lidschatten und dafür benutze ich Lidschatten von Lethal Cosmetics. So eine Kombi werde ich hier machen. Ich probiere euch die einzelnen Namen in die Infobox zu schreiben, weil die sind hier in so Magnetdingern und die muss ich rauspulen, um die Namen herauszufinden. Die Lidschatten von Lethal Cosmetics sind im Laufe der Zeit halt einfach zu meinen absoluten Favoriten herangewachsen und ich habe die so oft benutzt und kann mich einfach so gut auf die verlassen, weil ich weiß, wie die unter verschiedenen Umständen funktionieren. Und da man bei seiner Hochzeit das Gefühl haben sollte, man kann sich auf die Produkte wirklich verlassen, ist das auch hier meine erste Wahl. Ich starte da jetzt als erstes mit diesem mittleren Braunton und platziere mir den im äußeren Drittel meines Lides ganz leicht auch raus, als ob mein unterer Wimpernkranz eine Linie werden würde und sich so am Ende der Augenbraue treffen würde. Das verlängert optisch das Auge und erschafft so ein bisschen diese Mandelform und das wird immer als relativ ästhetisch wahrgenommen. Achtet auch darauf, wenn ihr euch schminkt, dass ihr euch nicht die ganze Zeit so schminkt oder so schminkt, sondern zwischendurch auch wirklich auf Augenhöhe den Spiegel haltet und auch ruhig ein bisschen näher rangeht und mal wieder weiter weg, dass ihr es von mehreren Perspektiven seht und so dann auch wirklich beurteilen könnt, wie euer Partner euch in die Augen schaut, wenn er euch das Ja-Wort gibt. Oh mein Gott, das ist so cheesy, aber auch gleichzeitig so süß. Oh mein Gott. Als nächstes benutze ich den helleren Braunton hier direkt links daneben und blende damit das dunkle Braun schön soft aus. Einfach um diese Illusion vom Schatten ganz fein und ausgearbeitet zu haben, denn wir wollen keine harten Kanten. Und mein absoluter Top-Tipp beim Lidschattenblenden, aber explizit an eurer Hochzeit, wenn es gut aussehen muss, immer einen sauberen Blending-Pinsel extra haben, ohne zusätzliches Produkt. Und wenn ihr so ein bisschen was habt, gut, bei mir geht gerade, aber hier ist noch so ein bisschen unverblendet, da, einfach wirklich 90 Grad Winkel zur Haut, ohne Druck. Also die Härchen dürfen sich nicht einknicken, drüber schraffieren und den Pinsel die Arbeit machen lassen. Als nächstes benutze ich diesen dunklen Braunton aus der Hive Collection von Lethal Cosmetics und platziere den da, wo ich noch intensiver abdunkeln möchte. Normalerweise gehe ich in letzter Zeit ja immer mit dem dunkelsten Ton zuerst rein, aber hier ist mir das Risiko zu hoch, dass ich nicht bestimmen kann, wie dunkel ich es wirklich haben möchte. Und hier möchte ich wirklich lieber auf Nummer sicher gehen und das nachträglich benutzen. Das hier ist auch der beste Tipp, den ich euch geben kann, wenn ihr andere Leute schminkt. Sorgt dafür, dass es ab jedem Schritt gut aussieht. Dass ihr der Braut keine Angst macht. Denn ihr wollt nicht eine hektische Braut vor euch sitzen haben, die ganz, ganz schnell auf einmal doch das Vertrauen in euch verloren hat. Deswegen arbeitet so, dass egal wann die Braut in den Spiegel guckt, sie tendenziell immer gut aussieht. Das ist ganz, ganz wichtig. Für Instagram oder YouTube-Tutorials mag das lustig sein und so ein Schockfaktor, wenn man irgendwie fett baked oder orangenes Color Correcting macht oder so. Aber im echten Leben ist das halt oft gar nicht notwendig. Und könnte dann einer Braut, die sich vielleicht mit dieser Make-up-Szene nicht so auskennt wie ihr und nicht da so aktiv involviert ist, könnte das Angst machen und das wollen wir nicht. Denn die Braut soll, die hat genug, um das sie sich Gedanken machen muss. Da soll das Make-up, wenn ihr ihr dabei helft, keine zusätzliche Belastung, sondern eher eine Stunde Entspannung sein. Und auch hier wieder unser sauberer Pinsel ohne zusätzliches Produkt.
blende ich das Ganze noch ein bisschen weiter in meine eigentliche Lidfalte rein. Wird gleich eh überdeckt, aber so kriege ich den Übergang weicher und das ist mir hier ganz, ganz wichtig. Kommen wir nun zum Schimmer und dafür benutze ich diesen wunderschönen Goldton. Ich werde auch auf meiner Hochzeit Gold tragen. Ich habe jetzt gerade hier so klare Ohrringe drin, aber ich bin absolutes Goldmädchen. Macht euch darüber auch auf jeden Fall Gedanken, was tragt ihr für Accessoires, wie sind eventuell eure Schuhe, haben die Schnallen in Silber oder Gold oder Metall oder was auch immer. Macht euch darüber auch auf jeden Fall Gedanken. Ich finde es immer eine schöne Ergänzung, wenn sich der Schimmer mit euren Accessoires ergänzt. Auch das sind wieder so Kleinigkeiten, die wahrscheinlich niemandem auffallen oder den wenigsten, aber die einen großen Beitrag zu eurer Gesamtwirkung vom Look beitragen. Deswegen kann ich das nur empfehlen. Denkt über solche Kleinigkeiten nach. Und auch den Schimmerton blende ich ganz vorsichtig in die Lidfalte rein. Denn auch da, ich möchte keine Cut Crease, sondern ich möchte, dass es alles soft, soft, soft ist. Und nicht von einem Moment auf den anderen so abgecuttet. Sondern ich finde, wenn die Farben so wirklich ineinander schmelzen, hat es immer so diesen Göttinnen-Style. Und genau das wollen wir. Und um den Übergang vom dunklen Außen in den Schimmer besser hinzukriegen, könnt ihr euch noch so ein ganz bisschen Produkt vom Dunklen nehmen. Und jetzt nur ineinander tupfen. Ohne Druck. Und probiert, die Augenbrauen nicht zu sehr hoch zu ziehen, sondern wenn ihr diese letzten Final Touches macht, ist es wichtig, dass es ungefähr in Höhe eures regulären Blicks ist. Weil ihr steht ja auch nicht so vor eurem Partner. Und ich mag es nicht, wenn es so komplett eindimensional ist, deswegen nehme ich den helleren Schimmerton jetzt auch noch mit dem Pinsel auf und presse den über meine Pupille. Das öffnet das Auge noch zusätzlich. Da müsst ihr aufpassen, dass es nicht zu doll wird. Aber genau, das ist so dieses, als ob ich gerade aus einem Bad voll Gold aufgetaucht bin und es hier so runterläuft. Mut. Und diese Farben hier eignen sich so gut dafür. Wow. Für den unteren Wimpernkranz mache ich es relativ schlicht und arbeite mit denselben Tönen, die wir oben hatten. Wichtig ist mir nur, dass ich das hier und das verbinde. Dass ich hier direkt in der Ecke keine Lücke habe. Das passiert ganz schnell. Und zieht das Ganze hier nicht runter, sondern wir wollen das Auge liften. Das heißt, Pinsel wieder 90 Grad Winkel, geht unter eure Wimpern. Und jetzt arbeitet in dem Winkel, in dem ihr es haben wollt. Und guckt dabei tendenziell hoch, weil dann kommt ihr noch besser zwischen eure Wimpern dazwischen. Und mit dem Rest, den wir hier noch am Pinsel haben, gehe ich auch mit dem Schimmer ein bisschen vorne rein. Nur Inner Corner lassen wir erstmal frei, weil da benutze ich gleich noch was anderes für. Machen wir weiter mit Linern. Dafür benutze ich von Marc Jacobs einen braunen Gel-Kajal in der Farbe Brownie. Und mit dem gehe ich über so die ersten zwei Drittel von innen nach außen gesehen des Wimpernkranzes. Ganz außen muss nicht, weil ganz außen haben wir eh den dunklen Lidschatten. Der dunkelt eh schon genug ab. Und arbeite das dann mit dem Pinsel schön aus, dass das Ganze wirklich smoky wird, aber nicht zu dunkel. Jetzt, wo der Liner ausgeblendet ist, mag das für die meisten schon lang. Mir persönlich langt das nicht. Ich brauche zusätzlich noch einen schwarzen Liquid Liner. Und das ist für mich definitiv vom Benefit der Roller Liner. Das hier ist mein absoluter Lieblingsliner. Ich habe so viele Eyeliner im Laufe der Zeit ausprobiert und das hier ist wirklich der einzige, der nicht schmiert. Ich muss gar nicht heulen, aber manchmal ist es bei mir auch einfach, dass die Augen so ein bisschen feucht sind und Tränen und keine Ahnung, dass ich so einen glasigen Blick habe. Ich habe das jetzt auch gerade schon wieder, ich weiß gar nicht warum. Und ja, das ist einfach der einzige Liner, der wirklich komplett hält und gleichzeitig in so einer Filzstiftform ist. Das heißt, man kann gut und einfach damit arbeiten. Ich habe mir jetzt einen kleinen Wing gezogen, einfach, dass das Auge wieder so ein bisschen mandelförmiger gezogen wird. Und ja, das Ganze ist noch relativ klein und neutral und zusätzlich durch den braunen Liner, den wir vorher ausgearbeitet haben, wirkt es nicht so stark vom Kontrast. Natürlich, es ist ein Liner, aber durch das Braun ist es nicht so goldschwarz, sondern es ist goldbraun ausgeblendet schwarz. Und in erster Linie ist der Liner wirklich nur da,
um uns eine Guideline zu geben für unsere Wimpern, die wir gleich auftragen. Und zusätzlich verdichtet es halt den Wimpernkranz. Denn ich finde, falls ihr künstliche Wimpern auf eurer Hochzeit tragen möchtet, braucht man schon auch so einen kleinen Lidstrich. Denn künstliche Wimpern sind halt immer länger und dichter als die eigenen. Klar, deswegen tragen wir sie auf. Aber wenn dann der Wimpernkranz nicht wirklich dicht ist, ist halt so offensichtlich, dass irgendwas falsch ist. Und durch einen Lidstrich könnt ihr das ein bisschen kaschieren. Mascara, Qual der Wahl. Ich habe zwei Favoriten. Einmal von Hourglass, die Caution Mascara. Und von Too Faced, die Damn Girl Mascara. Die hier ist relativ neu, aber die hier ist der Wahnsinn. Das ist echt der Holy. Kann ich nur empfehlen. Beide sind nicht als waterproof ausgezeichnet. Also da steht nicht waterproof drauf. Aber beide halten so phänomenal gut und ich kann die beiden hier wirklich nur jedem empfehlen. Falls euch das passiert und ihr mit der Mascara dran datcht, nicht wegmachen, warten. Als allerletztes, wenn es komplett weggetrocknet ist, könnt ihr es einfach abkratzen. Aber wenn es feucht ist und ihr probiert es wegzumachen, zu 95% verschmiert ihr es. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann wird man hektisch und dann hat man sich alles versaut. Oh, ich habe apropos, wo wir gerade dabei sind, noch einen Tipp, wenn ihr eine Braut schminkt. Falls ihre Augen tränen, drückt hier. Und ganz leicht in die Schläfen drücken. Nase ein, Mund aus. Das hilft wirklich bei den meisten, wenn die Augen am Tränen sind, gerade in Momenten, wo sie es nicht dürfen. Ich habe mir jetzt eben fix Wimpern aufgeklebt. Bei Wimpern ist es selbstverständlich absolut Geschmackssache, was ihr mögt, was ihr nicht so gerne mögt, was keine Geschmackssache ist, sondern wo es einfach um den besten Wimpernkleber der Welt geht. Eskido. Ich liebe diesen Wimpernkleber. Wie alles andere, selbstverständlich für euch in der Infobox verlinkt. Der ist auch gar nicht so teuer, aber der braucht meistens so eine Woche bis 10 Tage Lieferzeit. Kann ich euch aber wirklich nur ans Herz legen. Ist der beste Wimpernkleber der Welt und ich habe gefühlt alles ausprobiert und seit 1,5 Jahren, vielleicht sogar noch länger, benutze ich nur noch den. Einfach, weil das hier für mich das Beste ist, was es gibt. Kommen wir nur noch zu ein bisschen mehr Puder, einfach um das Ganze noch langanhaltender zu machen. Hier habe ich jetzt ein Puder von Urban Decay. Das ist ganz schön, weil das noch so ein kleines bisschen mehr Deckkraft hat. So ein bisschen mehr, finde ich, kann nicht schaden. Und der Vorteil hierbei ist, das Puder ist komplett matt. Und weil wir so eine glowy Base haben, gibt das jetzt einen richtig guten Mix. Es ist jetzt immer noch nicht tot mattiert, obwohl wir das langanhaltende Puder benutzt haben. Das Strahlen kommt immer noch durch, aber es wird trotzdem lange halten. Kommen wir zu Bronzer. Mein absoluter Lieblingsbronzer ist dieser hier von Hourglass. Das ist Ambient Powder in der Farbe Luminous Bronze Light. Und da gehe ich mit einem großen Pinsel, auch ohne Druck und super großflächig, über meinen Wangenbereich. Überall da, wo wir erst den Hollywood Filter in der Farbe 5 aufgetragen haben. Meine Augenbraue. Ich komme hier immer dran, weil ich so einen großen, soften Pinsel benutze. Und hätte ich da jetzt schon das Gel, dann hätte ich mir da das Puder in das vielleicht noch leicht klebrige Augenbrauen-Gel geballert und dann wären da Rückstände und dann sieht das alles scheiße aus. Wenn ich das Gel ganz zum Schluss mache, zusammen mit der Mascara unten, gehe ich auf Nummer sicher, dass alles auch da bleibt, wo es soll. Ich bin eine Bronzer-Queen, by the way. Ich mag gerne viel und doll Bronzer. Ich habe früher mal Witze gemacht über die Frauen, die so viel Terra del Sol tragen. Ja, mittlerweile gehöre ich dazu. Ich habe nur Hourglass. Je nachdem, wie euer Kleid ist, auf jeden Fall auch ein bisschen von dem Bronzer an Hals und Dekolleté, weil der hat so einen schönen Glow auch mit drin. Das hier ist der Mann. Ich liebe das hier. Auch Blush, keine Überraschung. Laura Mercier in der Farbe Peach. Schönste Blush ever. Also seitdem ich den, glaube ich, im November letzten Jahres gekauft habe, trage ich den nur noch. Und es fällt mir so schwer, auch neue Sachen hier auszuprobieren, weil das hier für mich einfach der perfekte peachy, leicht auch korallig, finde ich, Blush ist mit dem softesten goldenen Schimmerreflex. Und ihr wisst, ich bin Goldmädchen. Das ist so schön. Das sieht aus wie so ein integrierter Highlighter und es gibt so einen totalen frischen Kick. Das hier ist wirklich everything. Ich kann euch den Blush nur empfehlen und das habe ich auch, glaube ich, schon 38 Mal. Seht ihr diesen goldenen Highlighter-Schein? Das ist nur vom Blush. Aber wenn kein Licht drauf fällt, sieht es matt aus. Also kommen wir nun zu den Lippen. Und bei den Lippen,
Ich liebe diese Lip-Kombi. Und ich habe mir irgendwann mal gesagt, wenn ich irgendwann nochmal in Weiß heirate, trage ich diese Lip-Kombi. Und genau das mache ich jetzt auch. Und zwar ist das von MAC die Farbe Soar als Lip Liner und Tom Ford 01 Spanish Pink. Und eine letzte Wahl gibt es noch. Wollt ihr sexy oder wollt ihr süß? Klingt so overdramatic, aber ich finde halt, wenn wir den braunen Kajal, mit dem wir uns oben den Liner so ein bisschen ausgesmatcht haben, jetzt in die Wasserlinie geben, wird es halt noch mehr ein bisschen Cat Eye. Währenddessen, wenn wir so einen hellen, hautfarbenen Kajal nehmen, der ist übrigens auch von Marc Jacobs, ist der Wahnsinn. Marc Jacobs und Urban Decay, die besten Kajalstifte, die es gibt. Dann wird das Ganze eher so ein bisschen püppchenhaft. Große, wache, frische Augen. Ich glaube, ich möchte eine sexy Braut sein. Das ist jetzt sexy. Obwohl, es ist ja eh nicht mein Tag der Hochzeit. Ich kann euch mal den Unterschied zeigen, was so Kleinigkeiten machen. Oh Gott, meine Augen, warum sind die schon wieder so glasig? Kotze. Das ist jetzt der kleine Unterschied, seht ihr das? Hier wirkt das Auge viel größer und hier wirkt es noch so ein bisschen mehr. Geschmackssache. Und auch das ist was, das wird keinem auffallen, aber das macht was zur Gesamtwirkung. Ich finde beides gut. Ich glaube, ich finde das noch ein bisschen besser. Und natürlich, last but definitely not least, eine letzte Runde Urban Decay All Nighter. Tada! Und das hier ist der fertige Look. Bevor ihr geht, ich habe noch ein paar Tipps, was ihr machen könnt, um euer Make-up zwischendrin, wenn ihr nochmal eben fix auf Klo geht, nochmal auffrischen zu können. Und Sachen, die ihr meiner Meinung nach mitnehmen solltet. Aber selber nicht. Ihr selber habt wahrscheinlich auch gar keine Handtasche. Drückt das eurer Mutter, eurer Freundin, eurer Brautjungfer, wem auch immer, in die Tasche, soll sie sich drum kümmern. Ihr seid Braut, ihr kümmert euch um gar nichts, außer glücklich zu sein. Ihr braucht euren Schwamm, den ihr gerade benutzt habt, weil da ist noch so ein bisschen Restprodukt, der ist noch so leicht klamm, das ist auch gut, wenn der nicht mehr so ganz frisch denn ist. Den macht ihr auch nicht nochmal nass, sondern nehmt einfach den und tupft mit dem, im Zweifelsfall, wenn ihr ölig werdet, ganz soft nochmal drüber. Dann braucht ihr irgendwie wie so einen kleinen Puff. Oder wie so ein, ja, im Zweifelsfall geht auch der, aber dann bräuchtet ihr zwei. Weil sobald hier einmal Puder dran ist, könnt ihr das nicht ein zweites Mal machen. Und euer Puder, was ihr benutzt habt. Und nachdem ihr mit dem Schwämmchen hier das Ölige weggetupft habt, könnt ihr mit dem Puff hier nochmal um die Nase drum gehen und so richtig reinpressen. Das ebnet es zusätzlich nochmal aus und mattiert es halt wieder im Zweifelsfall ab. Dann würde ich selbstverständlich eure Lip-Kombi mitnehmen, Lip-Liner und Lippenstift. Und zusätzlich, nach der eigentlichen Trauung, würde ich noch einen Lip-Gloss auftragen. Würde ich vorher nicht machen, weil es schmiert halt nur unnötig. Auch der Lippenstift hier ist nicht 100% matt, das ist mir aber egal. Ich liebe den, that's it. Und finde ich auch gar nicht schlimm, aber noch zusätzlich vorher Gloss draufklatschen ist halt ein bisschen unnötig, braucht man nicht. Aber danach einfach noch ein schönes frisches Gloss. Ich finde meins gerade irgendwie nicht, als hätte ich nur eins. Hä? Okay, ganz ehrlich, ich habe hier 500 Glosse und finde keins. Das könnt ihr dann hier noch so ein bisschen zusätzlich. Es macht das Ganze noch ein bisschen mehr juicy. Oh, ja. Zack. Oh, ich liebe das. Vielleicht mache ich es doch vor der Zeremonie schon. Mir ist es so egal, ob ich das Florian drauf schmier. Ich liebe das. Doch, ein Gloss muss auch mit. Aber so solltet ihr im Zweifelsfall eigentlich für alles gewappnet sein. Mit dem Puder kriegt ihr eigentlich alles gut reguliert im Zweifelsfall. Vielleicht könnt ihr noch ein deckendes Puder mitnehmen. Aber dann ist auch immer die Gefahr so groß, dass es dann doch cakey wird, wenn man noch mehr und mehr, ja. Ja, würde ich wahrscheinlich nicht machen. Ich hoffe unglaublich, dass ich euch mit diesem Video ein bisschen weiterhelfen konnte. Falls eure Hochzeit auch kurz bevorsteht, falls es der Fall ist, wünsche ich euch von Herzen nur wirklich alles, alles Gute. Macht euch nicht so viele Gedanken, es allen anderen recht zu machen. Es ist eure Hochzeit und ihr solltet sie genießen. Selbstverständlich bedanke ich mich aber auch herzlich bei allen, die nicht heiraten, die dieses Video einfach nur so zum Entertainment geguckt haben. Falls ihr es noch nicht getan habt, würde ich mich selber ein Däumchen nach oben für dieses Video freuen und schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr den Look findet. Denkt dran, in ein paar Tagen kommt die Drogerie-Version
hier von online. Freue ich mich auch schon sehr drauf. Und um das dann nicht zu verpassen, definitiv meinen Kanal abonnieren. Und dann verpasst ihr auch in ein paar Wochen das Hochzeitsvideo nicht. Aber ja, das wäre dann auch wirklich alles für heute. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Fühlt euch ganz, ganz doll gedrückt und geknutscht. Und ich würde sagen, bis wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Habt einen schönen Tag.